So, da war das Gabsk am Start. Du bekommst den nächsten Unboxing hier auf meinem Kanal. Auf jeden Fall gibt es heute 13er Booster der Matchtech-Serie. Boom, Leute. Auf jeden Fall gab es da letztens 2 Blister und eine Mini-Tin. Jetzt gibt es auf jeden Fall noch 3 Booster. Ich weiß allerdings gerade gar nicht, ob ich schon alle Artikel von Matchtech geöffnet habe. Ich habe, wie gesagt, die Mini-Tin geöffnet, Blister, das Multipack. Demnächst gibt es auch noch hier diese Matchtech-Action. Vor allem, ich weiß gar nicht, ob das wirklich Matchtech Action ist. Aber ich glaube, die haben geschrieben im November erst. Ab November. Wir haben ja jetzt gerade Ende Oktober. Ja, mal gucken, welche Spieler sich dahinter verbergen werden in den 10er Spieler Boostern. Ja, was wollte ich jetzt noch gerade sagen? Der Adventskalender geht es, wie gesagt, noch im Dezember zu sehen. Und dann sind eigentlich schon alle Matchtech Produkte. Ah ja, stimmt, die große Tin. Die große Tin, die wird es auch noch irgendwann geben. Ja, das Verzeichnis von den 10er Spielerboosten werden wir uns auch nochmal kurz durchgucken. Starspielerkarten eine in 2,1 Pack. Gripkarten eine in 2,1 Pack. Matchwinner oder Hetzekelten eine in 3 und eine Club 100 Karte eine in 8. Vielleicht sehen wir hier heute Bailey Club 100. Oh ja, dann würde ich sagen, öffnen wir mir einfach mal das Boosterchen. So, wo sind die Powerkarten? In der Mitte. Ja, gut, wir fangen an mit Leimer. RB Leipzig. So, hin. So, zack. Nikolai Müller, Frankfurt. Im Januar oder so, mal gucken, gibt es dann auch das erste Mob-Update der Serie. So, Akanji, dann demnächst wird es auch noch Matchtech Champions League geben. Also demnächst kommen wirklich nur Matchtech Bundesliga und Matchtech Champions League. Nichts anderes. Vielleicht mal irgendwelche Zeitungen oder so. Mal gucken. So, Wittek von Fürth. So, Nico Bunkert von Mainz 05. Eintracht Frankfurt Logo. Das brauche ich noch. Nice. Das Logo brauche ich nämlich noch. Dennis Aogo, Stuttgart. Ah, ein Puzzle von der Meisterschaftsschale. Oder von der Meisterschale. So, Jan Regensburg, Nanzig. Und von Werder Bremen dann noch Welchikovic. Oder so, keine Ahnung. Ich kenne den jetzt persönlich nicht. So, nächster Booster. So, da haben wir hier wieder Leimer. Alter, diesen Typen habe ich wieder erkannt. Lol, was ist denn das hier? So, Kieselmann von Fortuna Düsseldorf. So, dann von Werder Bremen Maximilian Eckstein. Fortuna Düsseldorf Club Logo brauche ich auch noch. Lars Stindl doppelt. Habe ich leider doppelt jetzt, habe ich im Blister gezogen irgendwann mal. Andreas Beck, Stuttgart. Ein Teil der Meisterschale. Arne Feig von Heidenheim und dann noch Mike Franz von Freiburg. Wir kommen zum letzten Booster dieses Videos. So, gut. So, da haben wir von Stuttgart die Davi, Diallo von Dortmund, Union Berlin, Felix Groß, nice, Petersen von Freiburg, Hannover 96 Logo brauche ich ebenfalls noch, Hattrick Held von Bochum, zweite Liga, geil, Hattrick Held Hinterseher Bochum, nice. So, Hertha BSC der Rieder, Piszczek Dortmund, Union Berlin Sebastian Polter, also die Union Berlin Karten sind echt stark bewertet, Felix Groß mit einer paar 70er und hier der nächste mit der 70er Bewertung, also sehr sehr stark bewertet, da ist sogar hier der Union Berlin Spieler besser als der Werder Bremen Spieler. Okay, gut, so die Powerkarten waren hier Bochum Hattrick Held. Dann Hannover 96 Logo, Lars Stindl Matchwinner, Düsseldorf Logo und Frankfurt Logo. Also der Pull ist auf jeden Fall gut. Kann man so sagen. Guter Pull, kann man mit leben. Mit dem Pull. Und ja, denn jetzt geht es auf jeden Fall noch weiter in Unboxing. Ich freue mich wie gesagt schon auf Dezember. Was es für Adventskalender geben wird, weiß ich noch nicht. Ob es mehrere geben wird. Ich würde sogar sagen, es bleibt bei einem Adventskalender. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall, wenn ich raus sage, ob ich demnächst Skybo